Hallo und herzlich willkommen bei Curse and Serentine. Mein Name ist Curse, wir zocken Far Cry 4. Und zwar muss ich euch mitteilen, ich habe eine Folge verkackt. Na, ist ja momentan mein Hobby irgendwie, COD und so. Aber ist ja egal, ihr habt nicht so viel verpasst. Ich habe da vorne irgendwo auf dem Berg da, so hinten, so da, so ein kleines Dorf als Nebenmission befreit. Das wurde mir da gesagt. Da habe ich dann natürlich direkt von unserer komischen Ollen, die natürlich nichts mag, was ich mache, weil alles falsch ist, irgendwie natürlich wieder einen Anschluss gekriegt. Jetzt muss sie natürlich den kompletten Angriff auf den Außenposten wieder neu vorbereiten, weil die Leute jetzt damit beschäftigt sind, haltet euch fest, die von mir befreiten Geiseln zu beschützen, ne? Weil sonst wären die ja, ne, ja, hätte ich es mal lieber in Gefangenschaft gelassen, sodass sie erschossen werden. Auf jeden Fall habe ich dann danach gesagt, ey, Olle, leck mich. Ich mach das selber. Dann sagt sie, ey, nein, du darfst nicht zum Außenposten. Und ich sag, doch. Und fertig, jetzt mache ich den. So, und auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Machen den ganzen Quatsch alleine. Wir brauchen hier keine Hilfe. Dann schauen wir mal, was rumkommt, ne? So, also erstmal würde ich sagen, lasse ich den Elefant mal da hinten amok laufen. Ich weiß aber auch nicht, warum das ganze Dorf bei denen schon brennt. Also irgendwas haben die da selber schon falsch gemacht. Auf jeden Fall sind hier nur noch wenig Wachen übrig, glaube ich. Ich habe selber noch nicht geguckt, ne? Aber ist ja gar nichts. So, wie kriegen wir den Elefanten aus dem Stall? Da ist ein Schloss, ich sehe es. Yo. Da ist es. Aber mit dem Bogen zu treffen ist natürlich jetzt so ein kleines Kunststück, ne? Ich pirsch mich mal ran. Tu mal so, als wäre ich jagen. Und treff das Ding eh nicht. Sag ich dir, wie dies. Das sag ich dir. Geht nicht. Ja. Ich habe aber keinen Bock, dass der Elefant mich sieht, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich da schon drauf reiten kann. Ich glaube, das muss man freischalten. Und wie ihr sicher wisst, spare ich mir natürlich meine Punkte alle. Ach komm, ich riskiere es. Nein. Sehen tun die mich nicht. Ja, halt die Fresse jetzt. Ah, da ist er. Bäm. Herrlich. Komm, gib alles, Kollege, jawohl. Geil. Alter, ist das geil. Jo, kleiner Map-Party. Haben sie sehr geil gemacht, wirklich, muss ich ja wirklich sagen. Einfach mal einen Elefant amok laufen lassen. Hol dir. Ich weiß nicht, sollen wir den Stompy taufen? Ab jetzt heißen die Elefanten alle bei mir Stompy. Bis mir ein besserer Name einfällt. Ja, jetzt haut der ab, Alter. Hm. Na? Sorrentin lacht sich gerade über den Namen Stompy weg. Das ist genau mein Ziel. Das heißt, es funktioniert. Der heißt jetzt Stompy. Hallo Stompy. Oh, 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 oh. Alter. Stirbst du bitte an meinem Pfeil, der dich nicht getroffen hat? Ich sehe es nicht ein. Alter, komm, komm. Ja, ist gut. Was ist das? Was ist das? Achso. Ich hab's einen Hosenposten befreit, alles klar. Schon Schiss gekriegt, ey. Bam! Na? Na? Geht noch was? Ja, anscheinend. Oh, cool. Erst die Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ, aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke, ich... Ne, die hat uns gelobt, habt ihr gehört? Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es? Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Das wusste genau, war nicht was das, wofür es ist, wofür es gehalten hat. Das war so ein Stuhl, den sie gerade hier gekriegt. Mohan Gale kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland. Na, natürlich. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Ich habe mir ausgesucht, hier hinzukommen. Ich schließe dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja.
Ihr Ziel war es, Kyrat von Paganin zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Mach ich. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Wir haben Akt 1 schon beendet. Na, das ging ja fix. Ist klar. Wo ist jetzt hier? Ah, ich hab den... Nein. Das ist völlig runter. Alles klar, genau das. Shama Salsa für Kurati Films. Okay. Achso, ja genau, Stuntman machen und so. Den Koop-Modus wollte ich natürlich freischalten. Ich werde den erstmal so antesten, glaube ich. Ohne aufzunehmen. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde das mit einem Kollegen machen. Und, also entweder machen wir da nur ein, zwei Türmchen oder machen so ein bisschen was. Ich weiß es noch. Also ich will auch noch nichts zusagen oder absagen oder sonst was. Ich denke, ich werde ein Video dazu machen. Schauen wir mal. Bisher ist nichts geplant. So, bevor ich jetzt hier weiter sinnlos hin und her und hin und her laufe. Und mich wundere, warum der Nebel nicht verschwindet, wenn ich einen Außenposten angenommen habe. Muss ich jetzt doch erst trotzdem dahin? Aber ich kann auch hier Schnellreise machen, ne? Genau. So, machen wir Schnellreise. Coole Sache. Ach, ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ja, dachte ich auch. Kann die denn so? Geiselrettung. Ach so. Eine kleine Farm wurde angerichtet. Das können wir noch eben dranhängen. Okay. Machen wir. Ja, bleibt unbemerkt. Das ist sowieso geil, weil, ne, ich will das Stelzen und so. Die haben sie. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die haben sie versklavt. Ja. Bitte, ist gut. Ich mach das schon. Ich mach das. Bleiben so locker. Mal, was habe ich denn jetzt hier? Ein Auto habe ich. Und ich musste da hoch. Ernsthaft? Genau? Ne, da haben wir das gemacht. Aber hier war ich vorhin auch schon. Ja, okay. Machen wir uns mal auf die Socken. Ich brauche übrigens zum Weitercraften. Ne? Ich habe so ein bisschen was gebaut. Aber das Wichtigste sind echt die Beutetaschen und Munitionstaschen. Brauche ich erstmal Schweinehaut. Aber nicht von Wildschweinen, sondern von anderen. Die müssen wir noch suchen. Ja, ansonsten... Glockenturm. Ja. Gibt es eine Gratiswaffe für? Alles klar. Ach ja, genau. Es war ja ein Außenposten, um das Spawn oder Schnellreise zu machen, zu spawnen. Aber das nimmt natürlich den Nebel weg. Die Glockentürme. Okay, aber egal. Jetzt erstmal auf die Socke machen hier, sonst wird die Folge doch zu lang. So. Zack, zack. Aufi, aufi. Oh. Entschuldigung, Kollege. War keine Absicht. Oh. Bonus XP erhalten, weil ich ihn angefahren habe, ja? Sehr geil. Komm. Achso, geil. Machen wir. Ja, machen wir. Alles klar, los geht's. Los. So. Kollegas. Müssen wir wieder schleichen. Was dahinter noch? Da war doch direkt um die Ecke, oder nicht? Hab ich mich verguckt, bestimmt. Ist noch weit jetzt? Oh ja, ist noch ein Stück. Ja, sah halt irgendwie so aus, ne? Es ist fast sinnvoller, hier nochmal zu den Autos zu latschen oder so. Als das zu machen, aber ich weiß nicht. Nee, wir gehen da erstmal hin. Aussichtsplattform. Ich glaube, die gönne ich mir auch. Und Wildtiere. Sind die eingesperrt? Dann nutze ich die zu meinem Vorteil. So. Die Musik macht mich schon wieder fertig. Merkt ihr das? Wieder Lage peilen. So, Geiseln. Die könnte ich da hinten natürlich gut erschießen, aber retten sie mindestens zwei Geiseln.
Ich sehe nur die beiden, das kann ja auch nicht sein. Irgendwo muss noch was sein. Oder? Es müssen vier sein. Okay. Kann ich jetzt hier runterspringen? Das geht dort. Na, geht. Okay, aber wenn ich den abknall, weiß ich nicht, ob die anderen das sehen. Ich riskiere es einfach mal. Wenn nicht, machen wir es halt nochmal. Der hat schon mal nichts mitgekriegt. Schon mal eine schöne Sache. Looten kann ich den dann auch. Hast du dabei? Shangri Lagerbier. Ja, komm. Ja, kann ich nicht. Okay. Problem ist einfach, ich habe nicht alle gefunden, ne? Was geht denn der Baum so ab da vorne? Naja. Hier sind die anderen beiden. Cool. Okay. Also dürften das echt alle Wachen gewesen sein. Okay. Nein. Alles wird wieder gut. Ah, Hammer. Alles wieder gut. Ich hab nur noch. Ich hab nur noch Brandpfeile. Es muss also noch eine Wache da sein, ja? Sehe ich das richtig? Ja. Der ist ja noch. Nein! Okay. Ich hoffe, jetzt bleiben die Geiseln am Leben. Komm. Ah, das ist down, okay. Scheiße. Aber na gut, komm, einer. Kann ja nichts für, war ja nicht mein Plan. Ja. So. Danke sehr. Ja, das war's schon, glaube ich, ne? Sind wir durch. Ja, die rennen weg. Hier ist nichts mehr. Hier kann ich nur die Waffen wechseln. Was soll ich machen? Ich kann dir nur das hier geben. Ich danke dir. Jetzt hör auf zu heulen. Wenigstens lebst du noch. Ach, die manchmal rumkrähen, ne? So, alles klar. Haben wir das. Ich wette, wir haben immer noch keine 15 Minuten voll. Ich habe natürlich auch keinen Folgentimer laufen. Aber hilft ja nichts. Schreib mich doch nie an. Ja, du hast ja recht, der ist down. Das war auch nicht meine Absicht. Ja. Lässt sich nicht ändern. Die sind aber auch empfindlich. Nee, es tut mir leid. Es war ja nicht meine Absicht. So. Jedenfalls mache ich hier mal wieder Folgenende. Ich hoffe, es reicht zeitlich. Ich bin mir nicht sicher. Das nächste Mal starte ich endlich wieder einen Timer. Ansonsten hoffe ich, war lustig. Hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und ihr seid bei der nächsten Folge auch dabei. Bis dahin. Tschüss.